Hier ist es soweit, alle 10 Spieler sind da auf dem Server. Und wir sehen es, die Teams werden schon geswitcht und wir können beginnen. Beginnen mit der Knife Front. Und wir fliegen mal wieder nach hinten, auf lang in die Lüfte. Und schauen uns das Ganze aus der Vogelperspektive an. Mystix lässt sich zurückdrängen, kommt jetzt nochmal nach, geschlossen zu fünft, aber... Ah, Quantum Bella for Fire, die holen hier die ersten Shots. Bloody Tears, Last Man Standing gegen 2, hat keine Chance gegen It's Me. Und somit geht die Knife Round an das russische Team Quantum Bella for Fire. Die dürfen sich jetzt entscheiden, auf welcher Seite sie starten. Also geht es auf die T-Side, geht es auf die CT-Side. Man entscheidet sich für den Switch. Das heißt, Mystix auf der T-Side und QBF auf der CT-Side. 3 Restarts und das Ganze ist live in der ersten Runde. Sehen 5-mal Kevlar bei den CTs, 4-mal eine Smoke, 2 Flashes bei Mystix. Und die entscheiden sich geschlossen. Geht das erstmal Richtung Tunnel. Schnell Richtung B. Einfach durch. Onside ist es. Undo mit der Uhr, mit der P2000 muss aufpassen. K hilft ebenfalls. It's Me. Holen die ersten beiden Shots raus. Und die machen hier noch richtig viel mehr Schaden. Nur noch Insane und Bloody Tears, die am Leben sind. Sind close angeschossen. 36 HP unter Window. Müssen sie aufpassen. Tunnel kommt schon von hinten. Und da ist Insane gesandwiched. Und Mystix. In der Pistol Round, er hat einen schnellen Bego gewählt, der ist nicht ganz aufgegangen, ist hier nicht optimal draufgekommen auf die B-Side. Und somit steht es erstmal 1:0 für Quantum Bellator Fire. Und die upgraden direkt auf 2x M4. Fix und bla bla. Währenddessen Mystix auf Pistolen Kevlar limitiert ist, kauft auf Bernie und Kulais Deagle Kevlar, UMP Kevlar, der Rest mit Scout und Pistol Only geht erstmal noch mal sicher. Und Kulais hat den Vorteil, holt den Frick gegen Rundo. Flashbang Mitte kommt raus, It's Me ist blind, sie checken ihn nicht in der Ecke und die Flashbang ist weg, Ephraim wird gesehen. Und das tut weh auf Seiten von Mystix. 4 gegen 4, der Vorteil wieder verspielt. It's Me kann erstmal defensiv zurückgehen Richtung Mitte B. Versucht Bernie ebenfalls oben auf kurz, ist fix drauf mit der M4, guckt nochmal Nachrichten, Teil noch den ersten und den zweiten nicht raus. Muss hier aufpassen, kann sich eben halt wieder defensiv zurückfallen lassen. Und dann sind nur noch Insane und Bloody Tears da. Und er fällt, also Bloody Tears mit der UMP, Last Man Standing, wird hier ebenfalls von fix geholt mit der M4 von kurz. Und somit geht die zweite Runde ebenfalls an das russische Team. Sie sichern beide M4 ist die Scout und eine UMP, verlieren nur einen Mann. Und somit geht es für Mystix erst nochmal in die Pistol Eco Round. Diesmal schnell auf lang. Da ist Balbner da. Mit der M4 Spray hier wunderbar rein. Fox muss traden. Schafft er auch. Aber trotzdem kann Bernie sich hier erst mit einer M4 aufnehmen. Kommt nach hinten, guckt er. Ja. Da ist die UMP zu stark gewesen. Der Aim Punch viel zu groß. Und somit heißt es 3:0. Sehr, sehr guter Start hier für Team Quantum Bellator Fire. Aber jetzt ist es Mystix, die ebenfalls in der Baron sind, haben die AWP auf Bloody Tears da schon in der Mitte. Kommt, sieht ihn, trifft den Doppeltech. Also, Balbner und Undo, beide angeschossen. Guckt nochmal nach, holt sich Rocker raus. Und das ist der frühe Vorteil auf Seiten von Mystix. 5 gegen 4. Zwei Spieler, die angeschossen sind, Undo und Balbner. 35 HP, 50 HP, aber auch plantiert. Hatte schon ein bisschen was eingesteckt, 17 HP hat er noch. Währenddessen Tunnel wieder offensiv geht. Da ist Undo, kommt und Bloody Tears sieht ihn. Wunderbar gemacht. Und Mystix kann jetzt hier
erstmal ganz, ganz langsam aufbauen. Hat den 5 gegen 3 Vorteil. Gehen das Ganze über Mitchell B anschauen Richtung Winde. Oben ist es noch It's Me mit der M4. Holt den Doppelkill raus. Wird hier nicht rechtlich gesvantaged von Tunnel, die jetzt erst rauskommt. Und da ist endlich Eprom zur Stelle. Nur noch Fix und Balbner, die hier im 2 gegen 2 spielen, holen sich Blighties raus, der schon angeschossen war. Und Eprom, er muss das Ganze irgendwie klatschen. 1 gegen 2 hat noch 60 HP, also einen deutlichen HP-Vorteil. Stehen Mitte unten, Balbner aimt da weiterhin ab mit der Orb, währenddessen Fix hier ganz sneaky von Tunnel rauskommt, muss Eprom checken, tut er auch. Kein Problem. Und Balbner switcht auf die AK, versucht das und Eprom kommt im richtigen Moment raus. Kein Problem für Mystics, die Baron geht nach Deutschland 3 zu 1. Natürlich kann hier QBF nochmal nachkaufen. Die haben natürlich die ersten Runden gewonnen, ein bisschen Geld sichern können auf der Bank. Und somit reicht es nochmal für AWP, für M4, Kevlar, Kit und Granaten. Pop vielleicht für lang bereit, aber Mystics geht ganz erstmal defensiv an. Eprom wartet in dieser Double Doors und lässt erstmal die Gegner in sich reinlaufen. Balbner in der Mitte, macht schon ein bisschen Schaden gegen SC2. Tunnel wieder offensiv vorgegangen. Undo ist das hier mit der MVS, der sneakt von hinten durch. Muss er aufpassen. In der Mitte könnte ihn die von Firmen haben. Guckt hier, 30 Steps in der Mitte. Bernie könnte hier schnell geholt werden. Kommt aber, schießt nicht. Und Undo, jetzt aber im Spray, holt sich Bernie raus. Und das tut richtig weh auf dem Konto von Mystics. Unterzahl. Und sie wissen, Tunnel ist eingenommen. Mitte steht ebenfalls. Alang steht ebenfalls. Und von daher müssen sie erstmal schauen, wie sie hier vielleicht noch einen Entry oder einen Weg auf die Side bekommen. Stehen zu dritter Mitte, unten wieder Undo, guckt hier auf die Box, insane, auf der Box drauf, Misty in Prefire, Smoke kommt, Undo piekt nochmal nach, aber hat den nächsten schon ebenfalls auf dem Konto. Und jetzt versuchen sie es über lang mit zwei Mann, und da ist Fix, Flashbang bereit, sofern die Steps kommen, hier schnell um die Ecke zu gucken, bekommt schon Hilfe von lang, Balbner ist da, ebenfalls die Flashbang in der Hand, hört die Steps, Flashbang kommt, guckt nochmal, er hat keinen gesehen, Fix, nächste Flashbang in der Hand, kommt raus, wichtig, wunderbar, und Fix ist da mit der M4 zum ersten, aber nicht zum zweiten, denn Eprom kann traden. 2 gegen 3, unter 2 Filmen, 18 Sekunden, sie müssen ja schon drauf kommen, müssen die Shots hitten, tun sie nicht. Und Bladetiers hat gegen die AWP Onside keine Chance. Arnad Rocker ist da zur Stelle, 4 zu 1, Quantum schon weiter Feuer. Die Night, die zweite Runde auf dem Konto von Mystics. Und somit geht's für die erst nochmal eine Runde in die Sparrunde. Er schließt sich doch komplett rein zu forcen. Pistolen, Kevlar, drei Granaten, schnelle Smoke für lang. Und da gehen sie einfach durch. Fix mit dem Molotov, guckt nochmal nach, verbrennt hier selber runter auf 40 HP. Müssen zurückgehen in der Spray, die Smoke macht zwar Schaden, aber der Shot ist noch nicht raus. Gut, Granate könnte hier nochmal erfolgreich sein, kommt. Und der Spraydown, der sitzt, Bombe down, aber natürlich kann sie erstmal aufgenommen von Mystics. Die haben kein Problem, sind noch da mit der M4S zum ersten, zum zweiten, Fix zum dritten. Und da hat der Lango nicht gereicht. 5 zu 1. Und Mystics muss jetzt aber sicher in die Pistol Eco Round. Das Geld reicht wirklich, nämlich maximal 2.500. Da langt es gerade mal so für 1, 2 P250s. Der Rest muss mit den Glocks auskommen. Hat jetzt 2-2 Spieler bei Eprom und Insane. Zwei relativ passable Base-Spawns. Teilt sich auf. Schaut erstmal kurz rein auf die Seil. Sieht man irgendwas? Währenddessen It's Me in der Mitte. Den ersten holt, den zweiten holt. Doppelkill auf der Seite von Brenner, weil der Feuerbruch steht lang raus. Aber da ist die Glocke und die trifft nichts. Bloody Tears. Nicht erfolgreich. Kulace und Eprom versuchen es Richtung kurz, aber da wartet die M4 auf Balbner. Und somit heißt es auch hier, Sieg. Die Runde geht wieder an die Russen. 6 zu 1, 5 Runden Führung und Mystics. So langsam müssen sie aus sich rauskommen. Sie haben das Geld wieder, 4, 4, 5 AKs. Aufgeteilt Richtung Mitte, Richtung Lang, Richtung Tunnel, das Ganze defensiv angegangen.
warten erstmal ab, ob hier die CTs eventuell einen offensiven Go oder einen offensiven Push veranlassen. Mitte Flashbang kommt, Bernie muss da aufpassen, unten steht er. Arnold Rocker mit der AWP geht auf den Schlitz und Bernie, der ist close, muss er aufpassen. Kommt Bush, Bernie ist blind, Spray hier komplett mit rein, die beiden treffen die Shots nicht, Bernie und der Asalenshi Glock, die Tech 9 zur Stelle. Um den Flick hier rauszuziehen, kurz ebenfalls offensiv, Fix schaut hier nochmal nach Richtung Mitte und da haben sie einfach keine Chance. Mystics. 2 gegen 5. Jane Tunnel stehen vor lang, Platitier ist kassiert von der AWP. Und insane ist es. Der Mitte kommt und da ist ebenfalls für die AWP zur Stelle. 7:1 für Quantum Bellator Fire. Sie brauchen noch eine Runde, um hier die Führung in der ersten Halbzeit zu beanspruchen. Und Mystics können hier maximal Pistolen kaufen. Wir sehen zweimal Kevlar, eine Scout auf Insane. Trifft hier keinen Tag in der Mitte. Vielleicht Bernie Tag dann danach kommt, aber auch da ist die AWP zur Stelle. Eprom ebenfalls close und den Tunnel. Und hier die M4, aber da reicht es ebenfalls nicht. Bleibt hier, ist kein Mann traden, den Trade Kill. Aber von hinten kommen sie schon. Und du pusht jetzt hier nach schnell mit der M4. Es kommt Richard Lower und holt den Headshot. Und Quantum Belt of Fire hat die achte Runde auf dem Konto. Das heißt, die Führung in der zweiten, in der ersten Halbzeit ist erstmal gesichert. Aber immerhin kann man jetzt bei Mystics die Doppel-AWP einsetzen. Bleibt hier ist unterwegs Richtung Lang. Ohne Flashbang, ohne alles. Piekt hier Richtung Kante. Wird nicht angegangen. Lower stehen sie schon drin. It's Me ist da wieder mit der AWP. Holt den Opening Frick gegen Mystics. Und Insane versucht nachzutraden. Schafft er nicht. Fix noch ebenfalls. Unten close auf dem Steg. Pusht jetzt hier Mitte nach oben. Hat die Hilfe von der AWP. Na, Mystics erstmal, sie schaffen sie's. Das Ganze wieder auszuholen. 3 gegen 3. Währenddessen Fix close ist, muss aufpassen. Hinten auf dem K steht Gulais. Der muss unten schauen. Schaut richtig lang, sieht den Schatten nicht. Gulais, aber Fix mit einer richtig sicken Reaktion. Flashbang kommt, bleibt hier, es fällt. Und Eprom ist es wieder im 1 gegen 2. Kommt, holt den Drag gegen Fix. 1 gegen 1 gegen Balbner. Und der switcht ebenfalls auf die Orb. Und Eprom versucht das Sneaky Richtung Tunnel. Mitte steht, den Step nicht gehört. Das heißt, Eprom kann erstmal sicher auf die B-Side gehen. Natürlich weiß er nicht, wo Balbner steht. Und der aimt erstmal defensiv Richtung B. Weiß natürlich nicht, wo es hingeht. Steht bereit im CT, um mir den eventuellen Bombplan zu hören. Und Eprom versucht hier ganz langsam die Schulterpeaks Richtung B-Side und immer noch ganz hart am Up-Aim. Balbner mit der Orb. Er wartet den Sprung, um den Tag zu setzen durch die Door. Und Eprom darf hier nicht langsam gehen, bekommt den Tag auf 30 HP. Und die Info, die ist da. 1 gegen 1, Balbner switcht auf die AK, hat keine Granaten mehr, währenddessen Eprom noch ein Molotov hat, wird von Tunnel gepusht und da hat er keine Chance mehr. 9. Runde für Quantum Bellator Fire. Und Mystics, sie sehen bislang auf der Map gar nicht gut aus. Eine von 10 Runden geholt. Wir schauen mal kurz aufs Scoreboard. 8 Frags bei Eprom, Kulais und Insane. Beide mit jeweils nur einem Frag drauf. Auf Bernie hat nur 2. Dann gegen Fix und It's Me. Die beide, die drehen richtig auf, genauso wie Balbner. Die spielen das hier ganz stark runter. Mystics wieder in der Barrier. Natürlich habe ich jetzt so einen ordentlichen Loser-Bonus, um jede Runde reinzukaufen. Diesmal ist Blattig hier mit dem Opening Frag in der Mitte. Flashbang für Lower kommt, um den eventuellen Push wieder aufzufangen. Aber Eprom, die AWP piekt wieder rein. Bernie versucht es ganz, ganz sneaky hinter der Smoke. Wird aufgehalten von der Autosniper. Man muss aufpassen, denn die Smoke könnte ja auch weggehen. Push jetzt trotzdem mal nach. Granate kommt, macht ein bisschen Schaden. 60 HP weniger, aber da ist Undo da. Durch die Smoke, die faded. Hat den Vorteil. Und somit immerhin das Ganze wieder im 3 gegen 3. Mystics macht sich bereit für Lang einzunehmen. Kulais macht den Anfang.
Flashbang kommt, Info ist da, natürlich, Babner könnte jetzt rotieren, sie haben drei Sniper in der Hand, Doppel-AWP und Autosniper. Und da ist Anadrocker da, der hier erstmal ganz, ganz langsam, ganz, ganz defensiv in Richtung A lang schaut. Smoke kommt rein, hat keinen kleinen Schlitz, aimt hier auf Prefire, währenddessen Babner auf kurz ist. Geht wieder onside, sieht den ersten am K, versucht es erstmal Richtung Hedge und Rammer zu schießen, kommt rum, Babner zum ersten. Babner nicht zum zweiten, trifft den zweiten Shot nicht mehr, das Planet hier ist da. Und hier stehen beide close am Elevator. Rondo 1 gegen 2, weiß onside, hier weiß Lange, trifft die Shots nicht und endlich ist es die zweite Runde für Mystics. Sichern sich ebenfalls die Doppel-AWP für die nächste Runde. Und Quantum Bellator Fire geht wieder auf 4 Long Range Rifles. Geht hier auf Doppel-AWP, Autosniper und Scout auf Undo. Schauen schnell in die Mitte, bekommt den Tag. Und Bladetiers kann erst punctuated werden. Wieder Vorteil, Pusher Mitte hoch. It's me mit der M4 erfolgreich, aber Instant Trade von Kulace. Zum Glück passt er auf. Und trotzdem noch immer die Unterzahl für Mystics. AK, Doppel-AWP gegen Doppel-AWP, Autosniper und Scout. Und wir sehen's. Die spielen das Ganze erstmal komplett defensiv an. Aimen erstmal ab. Mit den Snipern. Ja, bislang noch keine Infos da. Vielleicht Ebrom jetzt über Tunnel, denn da ist wieder Undo, der hier offensiv vorgeht. Schaut Richtung T-Spawn, sieht den Gegner. Ebrom schaut nochmal nach und trifft den Headshot. Ebrom ebenfalls Geschichte. Und Kulace und Insane müssen es richten. Flashbangs Richtung lang, um hier raus zu pushen. Kommen, checken die Kante, müssen aufpassen. Onside steht Anadrocker bereit mit der Autosniper, um hier schnell die Shots zu setzen. CT ebenfalls, Undo da. Natürlich wissen sie es, dass es Richtung lang geht. Und Kulace alleine kommt mit der AK, ist gesehen worden, hatte echt keine Chance mehr. Denn alle vier stehen sie da, warten auf ihn, kommt im Spray, holt die Scout raus. Den zweiten Pre-Fire-Shots, aber natürlich schießen sie hier an die Kante. Und da warten sie zu dritt auf ihn, hat er keine, nicht mehr den Hauch einer Chance. Und das sind Quantum Bellator Fire, die hier zweistellig sind. 10 zu 2 und Mystics. Sie gehen in die Buy-Round, in den Force-Buy rein. Eine AK, Pistolen, Kevlar. Versuchen es diesmal Richtung lang. Da ist Anadrocker da mit der Autosniper. Spray hier wunderbar, ist aber blind, muss zurückgehen. Und instant kommt die Rotation. Popflash kommt, versuchen nochmal nachzupieken. Anad schießt die einfach durch. Der Autosniper macht richtig viel Schaden. Und Bernie ist es. 1 gegen 4, wieder mit der AK, sprayt Richtung K, aber trifft die Shots nicht wirklich. 11. Runde für das russische Team und Mystics. Was machen sie? Sie gehen nochmal in den Force-Buy. Kulace und Ebrom kaufen hier komplett runter. Der Rest bleibt auf dem Geld sitzen. 1-7. Viermann B-Stack von Quantum Bellator Fire. Pushen hier schnell durch. It's me mit der Negev. Pusht hier einfach, aber Kulace ist da. Negev aufgenommen auf der Seite von Mystics. Mitte ist fix, da der hier langsam reinpusht, kommt um die Ecke, Insane, muss ihn riechen, kommt, holt den Headshot. Doppelter Vorteil auf Seiten des deutschen Teams und alle stehen sie auf der B-Side. Das heißt, A ist komplett offen und da kann die Bombe erstmal sichergelegt werden. Und immer noch 5 gegen 3 Vorteil. Quantum Bellator Fire versucht jetzt den Restake zu starten, gehen geschlossen zu dritt über CT, holen sich Ebrom raus. Gehen über die Mitte, da ist Kulace, damit der Negev sprayt hier wunderbar, aber trifft den zweiten Kill nicht. Nur noch Anadrocker alleine gegen drei.
Geht die Negev sichern? Muss aufpassen, Mitte ist closed. Bei Tiers hat die Autosniper aufgenommen. Und kann diese auch erstmal so durchbringen. Dritte Runde für Mystics. Und wir sind schon in Runde Nummer 15. Letzte Runde in der ersten Hälfte. Die Autos in der Mitte ist erfolgreich, ebenfalls mit Insane, mit der AWP. Wie er doppelten Vorteil rausgefiel, versuchen schon über B. Bernie ist da, was hier ist, Flashbang gekommen ist, guckt Richtung Mine, da ist ebenfalls Anatrocker da mit der Auto, da guckt doch mal nach, zum zweiten, da trifft die Shots nicht, 5-7 vielleicht für Long Distance. Granate geworfen, dürfte hier Kulays treffen, guckt doch mal nach, aber die Granate hat nicht so viel Schaden gemacht, wie erwartet, guckt doch mal an, der Close Distance ist jetzt nicht da. Fix, 1-4. Mit der Negev in der Hand. Kommt über Mitte, versucht es über B und da ist Insane am T-Spawn noch da. Und somit heißt es 4-11 zur Halbzeit aus der Sicht von Mystics. Und somit warten wir, dass hier Halbzeit Nummer 2 anfangen kann. Das ist jetzt der Fall und Mystics, die müssen jetzt ebenfalls ganz, ganz stark auftrumpfen, um hier dieses Match noch für sich entscheiden zu können. 4x Kevlar, 1 Defuse Kit sollen es richten. 5x Kevlar bei Quantum Bellator Fire. Gehen schnell in die Mitte. Fix macht den Anfang, bekommt Hilfe von Undo, kommen jetzt hier über kurz, pushen und sind bereit für das Budget auf die A-Side. Onside stehen sie, Bloodied Tears und Insane, müssen aufpassen, USB, aber da ist Fix da. Mit der Glock holt den ersten, Insane kann immerhin einmal traden, weiß, dass kurz noch steht und da holen sie irgendwie alle vier Frags und E-Prom ganz alleine. Versucht sich schon mit der ebenfalls mit USB zum zweiten Klick, ich muss mal nachladen und von lang bekommt er die Shots ab. 4 HP, hatte eigentlich keine Chance mehr. Und das Team aus Russland holt die Pistol Round in Halbzeit Nummer 2. Mystics gehen in den Force rein. Scout in der Mitte, Insane trifft den Shot nicht. Jetzt aber, da ist der Headshot. Und der frühe Vorteil, trotzdem haben zwei Spieler von Mystics ordentlich Schaden kassiert, lassen B komplett offen und da ist die Bombe schon drauf. It's me auf der B-Side mit der Bombe in der Hand. Mitte muss Bernie aufpassen, trifft den Deagle-Headshot gegen Undo. Und Bombe ist gelegt. 5-3. Deagle noch weiter in der Mitte, währenddessen Insane Richtung Door schaut, nach oben. Mit der Scout trifft den nächsten Headshot. Und das ist die Möglichkeit für Mystics. Nur noch Anatrocker mit 60 HP ist onside, smoked sich immer ab. Anatrocker mit Tech 9 Close Distance, hier von Anzeige gepusht. Und da ist Bernie zur Stelle. Und Mystics holt die zweite Runde in der zweiten Hälfte. Das heißt auch die Economy. Bei QBF dürfte jetzt nicht allzu gut aussehen. Trotz des Bombplans. Hat maximal 3.500 bis auf Balbner mit 5 und es geht in den Force rein. AWP, Doppelscout, Arnat und Fix mit Deagle und P250. Ace scouten zu dritt Richtung Mitte, wollen hier früh Schaden machen. Smoke liegt gut, das heißt keine Info für QBF. Versuchen es diesmal ein bisschen langsamer. Undo schaut hier Richtung Lang, Richtung Kante, währenddessen Mitte Insane erstmal wieder in den CT-Spawn zurückgeht. Bernie schaut Richtung Kurz, aber da ist hier schon Itzmi durch. Der Scout an der Treppe. Lang ebenfalls durchgegangen, wurde nicht gedeckt. Mystics hat eine schöne Verteidigung wieder aufgebaut. Rocker versucht es in der Mitte mit der Deagle, schaut hier nach. Das nächste Smoke für CT kommt, um die Spieler ein bisschen zu faken. Komm, trifft den ersten Tag gegen Bloody Tears. 5-5. Pushen Mitte raus. It's me close. Unten auf kurz. Springt.
hat die Info und kann hier sehen, ruhig auf Nature gehen. Immerhin ist hier Cool Acer, um zu traden. Smoke kommt rein, Flashbang ebenfalls, ist komplett blind, wird hier gesehen, der Deagle holt den Shot. Das heißt, sie können lang erstmal durchgehen, droppt er runter in CT, der Doppelkill sind getradet. Und wieder EPROM, 1 gegen 3 gegen AWP und Doppelscout. Und sie aimen ihn wunderbar ab, keine Chance. 13-5, Quantum Beta Feuer. Haben sich schon mal ein richtig schönes, einen richtig schönen Puffer zurechtgelegt. Man führt ganze 8 Runden. Und Mystics, sie gehen ebenfalls mit der AWP auf Valetius in den Forst. Bei AWP auf Lang holt Undo. Währenddessen Kurz wieder offensiv geht. Schauen erstmal nach, gucken doch mal in die Mitte. Wollen hier nicht alle Entries nehmen. Bernie an der Smoke, wartet erstmal ab. Und EPROM closed auf der B-Side. Kommt rum, holt den ersten. Guckt nochmal nach, weiß, da war noch einer. AK-Prefire-Shots werden gesetzt. EPROM, die Blade bekommt gut, kann die Shots nicht treffen. Er braucht Hilfe, aber Bernie fällt. Und EPROM muss es halten. Schafft er nicht, denn Fix hat ebenfalls den P250-Headshot drinne. Vorteil für Mystics. 3 gegen 2. Scope Rifles gegen AWP und AK. Bomb wird gelegt. Kool-Aid pusht rein. Deagle auf die Close Distance. Molotov. Cock Close gegen die Orb. Kool-Aid aber schafft es nicht. Insane holt ihn durch und Bloody Gears mit der Orb. Er weiß, er steht hinter einer Box, muss gepusht werden. Fix, aber schafft es irgendwie zu überleben. 14 AP, die Bombe tickt und tickt. Sie haben kein Deathgate und dann endlich ist er da. Und die Bombe kann hier safe defused werden. 6. Runde für Mystics. Und ein kleiner Schimmer am Horizont in Richtung Hoffnung. Schauen wir kurz aufs Scoreboard. Wir sehen weiterhin. Diesmal Bernie hat hier einen High-Ping 109. Aktuell nur 4 Frags. Der Rest mit 12. Und mit 9 bis 13 gut aufgestellt. Bei QBF ist es Fix mit 21-11, der die hier so ein bisschen durchcarried. Kurz offensiv, vielleicht hier ist, wird hier erwischt, geht er instant zurück. Und Baldner hat den Vorteil, vielleicht sich nochmal nach, kommt nochmal rum. Aber ganz sicher, Bloody Tears ist zurückgegangen. Währenddessen Lang ebenfalls Bolt, Bloody Tears zum ersten, muss gucken, Kurz steht den zweiten nicht mehr gesetzt. Und Bernie ist es diesmal. Mit der UMP gegen 4. Holt den ersten raus. Rocker ist Geschichte. Guckt nochmal nach Richtung Lang. Bekommt den Tag ab. Und Undo sichert hier für das russische Team die 14. Runde aufs Konto. Und die Economy der Mystics, die ist komplett hinüber. Forst jetzt nochmal alles rein bei den Deutschen, um hier mit maximalem Equipment vielleicht doch noch die 15. Runde bei Quantum Beta Fire irgendwie abzulöschen. Die treffen erstmal die Pre-Fire-Shots nicht. Unten ist Insane Close, pusht hier rein mit der CZ, pusht Mitte hoch. Er weiß, Mitte steht. Da ist Rocker, hat den perfekten Move gemacht, weiß, dass Kurz steht. Und kann hier nicht überleben. Bleib ich jetzt auf Lang. Ebenfalls gesehen Headshot und EPROM und Bernie sind's. Left alone. 2 gegen 4, muss aufpassen. Kurz steht. EPROM versucht es mit den ersten und den zweiten nicht mehr. Bernie kann nicht traden. Und sie wissen jetzt, dass er Mitte steht. Von Lang aimen sie ihn ab mit der Orb. Und da ist Fix da mit der Pistol. 15. Runde für Quantum Bellator Fire. Mystics muss ganze 9 Runden am Stück holen, wenn man hier noch in die Overtime will. Doppelsmoke in der Mitte, geht trotzdem durch. Bloody Tears mit der Farmers auf Lang. Insane, Mitte mit der Scout, versucht die Wallbanks. Und da ist Bloody Tears auf Lang, holt sich Undo. Aber weißt du, hier könnten noch mehr stehen. Hinten ist es Itzmi mit der Orb, ist erfolgreich. 1 gegen 1 wird EPROM, versucht sich hier nach zu verstecken. Am K. Guckt Richtung Kurz, da wissen sie, könnte was gehen. Kool-Aid mit Deagle trifft die Shots nicht jetzt, aber kommt zum zweiten Anlauf und hat ihn. Und EPROM ebenfalls erfolgreich auf Lang. Doppel-AWP
gegen AWP, Deagle und 5-7. Blabla. Schaut Richtung Lang. Weiß, dass Lang Eprom stand. Dass er am K stand. Kommt im Sprung. Hat ihn nicht gesehen. Das ist der Vorteil für Eprom. Versuchen es über kurz über Lang. Eprom sieht ihn. Hat den Vorteil. Und Arnatsch. Left alone. AWP schaut Richtung Side, sieht den Kopf, trifft den Shot gegen Kulace, allerdings durch die Box. Molotov forst ihn raus, holt den Headshot, aber weiß, Eprom steht K. Versucht ihn jetzt zu baiten mit der Schulter im Peak und holt den zweiten Kill ebenfalls. Bernie. 1 gegen 1 gegen die Orb. Bombe hat er und die sieht er jetzt. Er sieht die Bombe. Und hört die Steps in der Mitte. Crocker kommt mit dem Knife in der Hand raus. Bombe geholt, weiß, dass er lange steht. 17 Sekunden, muss ihn pushen. Kommt um die Close Distance, um die Ecke. Tech 9, geht auf den Headshot, pusht jetzt die Anna. Crocker holt den Frag. Und das ist die 16. Runde für Quantum Bellator Fire. Gewinne 16:6 gegen Mystix. Und sichern sich somit den zweiten Sieg.